Heute Nacht gegen kurz nach 0 Uhr wurden wir das erste Mal alarmiert, weil im Ortskern mehrere Keller unter Wasser gestanden sind. Es sind ungefähr 15 Keller gewesen, die wir dann ausgepumpt haben heute Nacht. Ich schätze mal, es war circa gegen 4 Uhr, als wir von der Feuerwehr Hildritzhausen die Information bekommen haben, dass dort die Würm komplett über die Ufer getreten ist und der nächste Ort eben nach Hildritzhausen auf dem Weg der Würm ist dann Ehningen. Wir haben uns dann dementsprechend vorbereitet hier und haben Kontrollfahrten gemacht. Es ging dann aber innerhalb von wenigen Minuten, da ist die Würm komplett über die Ufer getreten. Alle Brücken bis hierher waren überschwemmt und das hat sich dann in der Fläche ausgebreitet. Die Würm war im Maurener Tal so breit wie der Rhein, 50 Meter breit, als reißender Fluss ist das angekommen und hat sich dann hier über die K1077, hat die überflutet, da war kein Durchkommen mehr, hat sich das hier dann durch Ehningen durchgeschleppt und ist dann, und das ist unser größtes Problem gewesen, hier im Bereich der Hildritzhauser Straße, Alter Friedhof, komplett in die Straße reingelaufen, weiter in die Talstraße und hat dort sämtliche Keller in dem Bereich eben unter Wasser gesetzt. Teilweise sind dann auch Heizräume, wo sich dann ein Heizöltank aufschwemmt, dann wird es ein bisschen kritisch. Und wir haben das Ganze dann in Angriff genommen. Wir haben von relativ vielen Feuerwehren als Überlandhilfe Sandsäcke bekommen. Wir dürfen so, schätze mal, circa 2000 Sandsäcke hier im Einsatz haben im Augenblick und haben dann das soweit gesichert und sind aktuell noch dabei, die Keller auszupumpen. Strommäßig haben wir sehr gleich zu Beginn die ENBW informiert. Die ist angefahren und hat dann aber festgestellt, dass im Bereich hintere Burgwiesen eine große Trafostation komplett unter Wasser stand. Deswegen mussten wir den Einsatz unterbrechen. Wir mussten raus aus dem Wasser. Die ENBW hat uns mitgeteilt, dass die Wasserfläche vermutlich unter Strom steht und er musste das komplett zuerst mal stromlos schalten. Das heißt, die Abpumpaktionen haben wir für ca. 30 Minuten unterbrechen müssen, bis dann die ENBW uns stromlos gemeldet hat und dann haben wir weiterarbeiten können. In dem Bereich dann mit dem Stromlosschalten hat sich dann leider noch ergeben, dass hier zwei Personen wohnen an unterschiedlichen Gebäuden, die elektrisch beatmet werden. Somit ist die Beatmung ausgefallen und wir mussten die dann eine Person sogar mit dem Schlauchboot rausholen und dann dem Rettungsdienst übergeben. Die sind dann in eine Beatmungsstation gekommen.